nach den beiden leichten Aufwärmsätzen, Frontziehen, kommt nun meine erste Übung im Rückentraining. Das sind die Klimmzüge, 4 Sätze und das ist jetzt der erste Satz. Zehn Wiederholungen für den ersten Durchgang. Erst muss ein bisschen die Schulter noch frei werden. Wichtig ist, dass Sie bei Klimmzügen möglichst breit fassen, um den Rückenmuskel richtig schön auseinander zu ziehen. Okay, Satz Nummer 2, Klimmzüge. Ja, das war der zweite Satz Klimmzüge. Wie gesagt, wichtig ist, dass Sie möglichst breit fassen und sich mindestens bis zum Kinn hochziehen. Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie es schaffen, sich bis zum oberen Brustansatz nach oben zu ziehen. Okay. Gut, dann kommt jetzt der dritte Satz Klimmzüge. Bei Klimmzügen ist es empfehlenswert, dass Sie stark ausatmen, wenn Sie sich nach oben ziehen und einatmen, wenn Sie den Körper absenken. Ein weiterer wichtiger Tipp wäre es, die Ellbogen während der Bewegung nach oben möglichst weit nach hinten zu ziehen und die Schulterblätter zusammenzudrücken, sodass Sie eine optimale Kontraktion im Rückenmuskel erreichen. Zweite Übung im Rückentraining ist das vorgebeugte Rudern mit der T-Stange. Ich habe es so gemacht, dass ich mir eine Langhantelstange aufgebaut habe mit Scheiben vorne, dann mir einen Griff, einen schmalen Griff genommen habe und diesen Griff jetzt ans Ende der Stange positioniere. Für diese Übung empfehle ich auch immer einen Gürtel umzulegen, damit der untere Rückenbereich eine Stütze bekommt. Denn sicher ist sicher und wir wollen ja nichts riskieren im unteren Rückenbereich. Dann folgt jetzt der erste Satz. Vorgebeugtes Rudern mit der T-Stange. Auch hier wieder 4 Sätze. A10 bis 15 Wiederholungen. Das Prinzip ist die normale, abgestumpfte Pyramide. Das heißt, in jedem Satz wird das Gewicht erhöht. Und so sich langsam ans Maximum angetastet. Das war noch relativ locker. Das Gewicht war für 15 Wiederholungen kein Problem. Wichtig ist, dass Sie hier den Rücken möglichst gerade lassen, um eine Überlastung des unteren Rückenbereichs vorzubeugen. Ja, für den zweiten Satz, Rudern vorgebeugt an der T-Stange, packe ich noch 10 Kilo drauf. Und
Ich werde wieder zwischen 10 und 15 Wiederholungen machen. Die Gürtel schön festziehen, damit der Unterrückenbereich gut gestützt ist. Position, Rücken gerade. Gut, für den dritten Satz habe ich 15 Kilo erhöht. Das ist relativ viel. Und es müssen also mindestens 10 Wiederholungen werden. Ich empfehle, bei den Ruderübungen möglichst nicht unter 10 Wiederholungen zu gehen. Dann ist das Gewicht nicht so schwer, als dass eine Gefahr besteht, dass der Unterrückenbereich überlastet wird. Und nochmal der Hinweis auf die saubere Technik. Immer den Rücken durchdrücken, damit da nichts passieren kann im unteren Bereich. Okay. Position. Der Satz hat in sich gehabt. 15 Wiederholungen. Ein Satz kommt noch. Für den vierten Satz habe ich mein persönliches Bestgewicht aufgepackt. 85 Kilogramm und sollen 10 Wiederholungen werden. Okay, packen wir es an. Letztes Mal. Das war grenzwertig, war ein bisschen abgefälscht, etwas Schwung geholt, aber alles kontrolliert, sodass ich die 10 Wiederholungen geschafft habe. Die dritte Übung im Rückentraining ist das einarmige, vorgebeugte Kurzhantelrudern. Eine sehr, sehr gute Übung für das gezielte Training einer Rückenseite zur Zeit. Für diese Übung empfehle ich die Verwendung von sogenannten Handgelenksschlaufen, die den Griff kräftigen. Denn bei schweren Gewichten ist die Gefahr groß, dass die Griffkraft nachlässt, bevor der Rücken voll ausbelastet ist. Okay, erster Satz. Leichtes Gewicht, relativ leichtes Gewicht. Aufwärmwiederholung mindestens 15. Und dann mal starten.
leicht für mich. 20 Wiederholungen. Hat sich gut angefühlt, ohne Probleme. Und dann gleich weiter zur nächsten Seite. Mehr Gewicht. Da habe ich glaube von geträumt von der Übung heute noch über Nacht. Die ist so viel. Gut. Zweiter Satz, Rudern einarmig mit der Kurzhantel. Mehr Gewicht, 55 Kilogramm. 12 bis 15 Wiederholungen, aber ich denke, ich schaffe schon die 15 Wiederholungen. Von nichts kommt nichts. Fangen wir es an. Leicht. Das war der zweite Satz. Okay. Ja, ganz wichtig ist es auch, genügend zu trinken bei Ihren Trainingseinheiten. Gerade bei solch schweißtreibenden Übungen wie Rudern vorgebeugt, aber natürlich auch andere Übungen. Ich persönlich trinke immer eine große Flasche Wasser, das sind 1,5 Liter, um mein Blut schön dünnflüssig zu halten, um den Nährstofftransport zu den Zellen zu gewährleisten. Ja, generell einfach, um einen Leistungsabfall zu vermeiden. Okay, Satz Nummer 3, einarmiges Rudern vorgebeugt, mit der Kurzhantel. Mindestens 15. Wichtig ist, dass Sie bei der Übung ganz runtergehen, strecken und die Arme möglichst hoch am Körper entlang ziehen. Okay. Los.
Pull it up, man. Bisschen abgefälscht, aber 20 Wiederholungen geschafft. Puh. Ich bin noch heilfroh, dass ich regelmäßig Ausdauertraining mache, in Form von Waldläufen oder Fahrradfahren. Denn sonst würde ich sowas hier nicht schaffen, da solche Übungen sehr kreislaufintensiv sind. Und letzten Satz, Rudern einarmig vorgebeugt mit der Kurzhantel, habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, und zwar das Training nach den sogenannten abnehmenden Sätzen. Das heißt, ich habe mir in diesem Falle 3 Kurzhanteln aufgebaut, jede Hantel etwas leichter als die andere, und mache jetzt hintereinander jeweils einen Satz zwischen 10 und 15 Wiederholungen ohne Pause. Das ist eines der härtesten Trainingsmethoden, welches es gibt im Bodybuilding. Okay, letzter Durchgang. Starte wieder mit der dicken 55 Kilo Hantel. Da haben wir 44,5 und anschließend 34,5. Stretch, flex, back training. Möglichst schnell, ohne Pause, aber ruhig und konzentriert arbeiten. Thank you.
Halleluja. Wow. So. Nächste Übung, Überzüge. Die vierte Übung im Rückentraining sind Überzüge mit der SZ-Stange. Auch eine sehr gute Übung für das gezielte Training des breiten Rückenmuskels. Okay. Ja, so. Kann ich? Kann sie oder? Ja. Danke. Ja, das war der erste Satz, ein ganz leichter Aufwärmsatz. Jetzt folgen noch zwei intensive, schwere Sätze. Fertig? Ja, habe ich. Danke. Eins. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Stretch. Zwölf. Flex. 13.
Der Satz war schon intensiver als der erste Aufwärmsatz, das war jetzt der richtige Trainingssatz. 15 Wiederholungen. Ganz wichtig ist, dass Sie beim Hochziehen des Gewichtes kräftig ausatmen und beim Absenken der Hantel die Dehnung sehr gezielt und sehr intensiv im Rückenbereich spüren. Für den dritten und letzten Satz Überzüge liegt jetzt das Höchstgewicht für mich auf. Ich werde zwischen 10 und 12 Wiederholungen machen. Okay. Nächstes Mal werden es 15. Als fünfte Übung im Rückentraining, Frontziehen eng, eine sehr gute Übung für das gezielte Training des Rückenmuskels und hier speziell des tiefen unteren Ansatzes. Bei dieser Übung mache ich 3 Sätze zwischen 12 und 20 Wiederholungen, um das Muskelgefühl richtig zu spüren. Nicht zu schwer. Saubere Technik. Im zweiten Satz etwas mehr Gewicht und wieder 12 bis 15 Wiederholungen. Zweiter Satz, Frontziehen eng, 10 Kilo mehr als eben, wieder 12 bis 15 Wiederholungen. Wichtig ist die volle Streckung, das heißt, wenn Sie die Arme nach oben, so nach oben gebracht haben, voll auszustrecken und die Dehnung richtig zu spüren im Rückenmuskel. Stretch, flex.
Satz wieder etwas mehr Gewicht. Kommt jetzt der dritte und letzte Satz von Ziehen Inc. Wieder 10 Kilo mehr. Und es müssen mindestens 12 Wiederholungen werden. Mal schauen. Letztes Mal. Stretch it. Die letzten Wiederholungen waren nicht mehr ganz sauber, aber es waren insgesamt 15. Als letzte Übung, als Abschlussübung im Rückentraining noch eine gezielte Übung für die Nackenmuskulatur. Sprich für die Trapezmuskulatur, Schulter heben mit der Langhantel. Zwei Sätze mache ich immer, ein zum Aufwärmen, A20 und danach mit mehr Gewicht A10 bis 15. Okay. Hierbei ist es wichtig, dass Sie die Schultern möglichst weit nach oben zu den Ohren ranziehen und die Spannung so im Trapezmuskel optimal spüren. Ja, für den zweiten Satz, Schulter heben mit der Langhantel, liegt mehr Gewicht auf und hier dann zwischen 10 und 15 Wiederholungen. Das Training läuft sehr gut, habe ich mich dazu entschlossen, noch einen letzten abschließenden Satz bei den Trucks zu machen. Diesmal mit mehr Gewicht, sodass jetzt also 140 Kilogramm auf der Hand liegen. Das ist schon ganz schön für mich. Aber mal schauen, was dabei rauskommt. Letztes Mal für heute. Let's go. Go!
10 Wiederholungen. Damit ist mein Rückentraining für heute beendet. Ich hoffe, Sie haben von diesen Übungen etwas für Ihr eigenes Training ziehen können und davon profitieren können. Nach dem Training ist es immer empfehlenswert, die zuvor belastete Muskulatur noch einmal anzuspannen, in diesem Falle die Rückenmuskulatur. Und das könnte man dann wie folgt machen. Erstmal die Grundstellung einnehmen. Schön den Rücken anspannen, durchdrücken. Richtig schön nachfühlen. 10 bis 15 Sekunden halten. Dann mal die Pose wechseln. Doppelbizeps von hinten. Und anspannen. Wenn Sie dieses Anspannen für 5 bis 10 Minuten nach dem Training machen, dann haben wir nochmal einen sehr guten isometrischen, das heißt Spannungseffekt in der Muskulatur und so bauen Sie dann die optimale Härte in der zuvor belasteten Muskelgruppe aus. Nach dem Training ist es immer sehr empfehlenswert, die zuvor belastete Muskelgruppe noch einmal zu dehnen, um den Muskelstoffwechsel zu beruhigen, um so die Erholung zu beschleunigen und natürlich auch, um die Muskelfasern schön flexibel zu halten, sodass sie locker und beweglich sind, was Ihnen natürlich dann auch im eigentlichen Training mit den Gewichten während der Bewegungsausführung zugutekommt. Das heißt, Sie erreichen durch das Stretching auch einen gewissen Schutz vor Verletzungen in der Muskulatur. Ich persönlich bevorzuge für die Dehnung der Rückenmuskulatur folgende Übungen. Die erste wäre auf dem Boden liegend und eine für den unteren Rückenbereich und die Hüftbeugemuskulatur. Ziehen ein Bein Richtung Brustkorb an. Atmen ruhig und entspannt ein und aus. Und halten die Dehnung für 15 bis 20 Sekunden. Dann wechseln wir das Bein. Die andere Seite. Konzentrieren sich ganz auf das Muskelgefühl für 15 bis 20 Sekunden. Die nächste Übung wäre dann eine sehr gute Übung für die Dehnung des unteren Rückenbereichs, gerade bei Übungen, die Sie heute gesehen haben, wie Rudern vorgebeugt mit der T-Stange oder auch einarmiges Kurzhantelrudern vorgebeugt, wird ja der untere Rückenbereich ziemlich stark belastet und da ist diese Übung sehr gut, um sich nach dem Training in diesem Bereich zu entspannen. Sie ziehen ein Bein über die Seite und blicken mit dem Kopf in die entgegengesetzte Richtung, ziehen das Bein Richtung Boden. Und wechseln die Seite. Ziehen das Bein zur Seite, gucken in die andere Richtung und stretch. Ruhig atmen auf die D.
Dehnung, Konzentrierung. Ja. Als dritte Übung dann, sehr schön für den unteren Rückenbereich ebenfalls, die Beidarmige. Das beidarmige Anziehen der Knie zum Brustkorb, in Richtung Brustkorb. Auch sehr schön, um den unteren Rückenbereich zu entlasten und zu strecken. Und den Kopf auch ablegen, auf den Boden. Ruhig weiteratmen und halten. Eine Übung zum Dehnen der hinteren Oberschenkelmuskulatur, aber eben auch noch einmal für den unteren Rückenbereich. Beugen Sie nach vorne, greifen möglichst die Fußspitzen. Und ziehen den Körper nicht durch die Knie. Dehnen sehr schön die hinteren Oberschenkel und den unteren Rückenbereich. Damit haben wir den unteren Rückenbereich gut gedehnt. Kommen wir jetzt zum oberen Rückenbereich. Als erste Übung, knien Sie sich auf den Boden und bringen den Körper nach vorne. Und drücken die Schultern Richtung Boden und spüren jetzt die Dehnung im Rückenmuskel. Richtig lang ziehen im Rückenmuskel und die Dehnung halten. Last but not least, eine Übung für den Latissimus zum Strecken, und zwar hier, dieser Bereich. Dafür greifen Sie sich eine Halterung, circa auf Schulterhöhe, beugen sich nach vorne und ziehen den Rücken schön lang. Hierbei legen Sie dann eine Seite zur Seite. Spüren Sie die Dehnung bis unten tief in die Spitzen des Rückenmuskels. So, nach 5 bis 10 Minuten Dehnungsübungen nach dem Training sollten Sie sich locker und entspannt fühlen und sich schon auf die nächste Trainingseinheit freuen. Ihnen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf bald, Ihr Bernd Breitenstein.